Grüße, Kommandanten, mein Name ist Kihend und willkommen zum Monatsüberblick. Heute werden wir uns die Aktionen und Veranstaltungen im Mai anschauen. Lasst einen Daumen hoch fürs Video und abonniert den Kanal, um immer auf dem Laufenden zu bleiben. Im Mai findet die neue und nächste Saison der monatlichen Drops statt. Vergesst nicht, eure Belohnungen für die vergangene Saison bis zum 9. Mai abzuholen, da eure Marken dann verfallen werden. Mit dem neuen Shop, der danach startet, kommt der nächste Abschnitt für das Sammeln von Marken und die Möglichkeit, die neuen Gegenstände im Shop zu kaufen, wie zum Beispiel einen neuen 2D-Stil und verschiedene Premium-Panzer sowie viele andere tolle Sachen. Ihr könnt euch die verfügbaren Gegenstände anschauen, indem ihr in der Garage auf euer Lager klickt und dort die Vorräte für die Heimatfront auswählt. Dort findet ihr dann den Twitch-Drop-Store, solltet ihr noch Marken überhaben. Vergesst nicht, euch auf das Wort 7-Turnier einzustimmen, das am 30. April und 1. Mai stattfinden wird und bei dem die besten Spieler des EU-Servers gegeneinander antreten werden. Es wird selbstverständlich auch Twitch-Drops geben, diesmal mit einem neuen speziellen 2D-Stil, der nur dort erhältlich ist. Kommen wir nun zu den verschiedenen Spielmodi. Wie ihr gesehen habt, ist der Spielmodus Kunst der Strategie bereits live gegangen und wird bis zum 5. Mai laufen. Für die Frontline-Fanatiker unter euch gibt es ab dem 23. Mai endlich wieder die Möglichkeit, den Modus zu spielen. Diesmal ist die Auswahl der Fahrzeuge auf Tier 8 limitiert. Es ist also an der Zeit, eure Lieblings-Premium-Panzer zu entstauben und euch bereit zu machen. Am 7. Mai findet die 13. Teamnight XL statt. Das Ganze beginnt abends um 19 Uhr und die Freunde des gepflegten Bollwerkfahrens werden auf Tier 6, 8 und 10 bis spät in die Nacht voll auf ihre Kosten kommen. Auch wird es Mitternachtsvorstöße geben, sowie ein spezielles Teamspeak, um auch mal bei anderen Clans und Teams vorbeischauen zu können. Mehr Infos gibt's im Forum. Im Oben an der Spitze Event werden beide Linien vom 5. Mai bis zum 5. Juni laufen. Die erste Reihe wird die japanische mittlere Panzerreihe sein, die mit Chito und Chiri beginnt und über den STA-1 und den Typ 61 bis hin zum STB-1 reicht. Diese mittleren Panzer sind darauf spezialisiert, durch kluge Entscheidungen Positionsvorteile zu erringen und den hervorragenden Schaden pro Minute sowie die negativen Kanonenrichtwinkel zu nutzen, um die Gegner knallhart für deren Fehler zu bestrafen. Und die zweite Linie oben an der Spitze wird die italienische schwere Panzerlinie sein. Bis zum Karo 88 auf Stufe 7 ist noch alles relativ normal. Danach sticht dieser Forschungsbaum durch seine automatische Lademechanik mit gut funktionierenden Kanonen, jedoch niedrigem Schaden pro Minute heraus. Die Panzerung ist nichts, auf was man sich häufig verlassen sollte, ist aber ausreichend, wenn man seine Wanne versteckt hält, während man darauf wartet, dass sich das Magazin wieder füllt. Vergesst nicht, dass wir am Ende des Monats zwischen dem 29. April und dem 2. Mai das EP-Fieber haben werden. Dieses Special besteht aus Missionen, die große Summen an Erfahrung für den Sieg in 5 Gefechten und eine Platzierung unter den ersten 10 Spielern im Team belohnen. Ihr könnt diese Mission bis zu 3-mal pro Tag auf verschiedenen Stufen absolvieren. Zwischen dem 6. und 9. Mai feiern wir mit euch den Muttertag mit Missionen, die mit Dekoren, Wappen und Schriftzügen sowie einem Garagenstellplatz belohnt werden, wenn ihr es schafft, alle Missionen zu erfüllen. Zwischen dem 13. und 16. Mai ist es wieder Zeit für Teamarbeit. Es wird sowohl Missionen fürs Spielen in einem Zug als auch andere Belohnungen geben, wenn ihr mit anderen Mitgliedern eures Clans im Zug fahrt. Dort könnt ihr persönliche Reserven verdienen. Vom 20. Mai bis zum 23. Mai dreht sich wieder alles um eure Besatzung. Es wird ein Special mit Ingame-Rabatten und Missionen geben, um alle Besatzungsmitglieder weiter zu trainieren. Und schließlich beenden wir den Monat zwischen dem 27. und 30. Mai so, wie wir ihn begonnen haben. Mit einem weiteren EP-Fieber, bei dem ihr je nach Stufe, in der ihr die Missionen abschließt, unterschiedlich viel Erfahrung erhaltet. Das war's für diese Folge des Monatsüberblicks. Tragt euch die Termine am besten in euren Kalender ein und schaut doch mal auf Twitch vorbei. Ich würde mich freuen.